Siehst du das so? Ja? Ich darf. Okay. Ja, schön, dass ihr da seid. Versteht ihr mich gut? Seht ihr mich? Hallo. Ich bin die nicht zu übersehende Person hier vorne. Ja, als allererstes habe ich eine Frage an euch. Wer von euch kann mir sagen, was das und das ist? Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Das ist tatsächlich ein Schuhlöffel. Ich halte den auch extra rum, so rum, dass man die Marke nicht sieht. Und das hier? Das nennt man Sockenanzieher. Und was ein Sockenanzieher und ein Schuhlöffel mit WordPress zu tun hat, das erzähle ich euch gleich. Aber erst muss ich mal meine tollen Präsentation sagen. Soll starten. Ja, für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin seit vielen Jahren in der deutschsprachigen WordPress-Community aktiv und ja, relativ tief verwurzelt. Allerdings bin ich auch ein Mensch, der auch noch ein Leben neben WordPress hat. Im normalen Leben, mal so WordPress abstrahiert, bin ich Mutter von 5 Kindern. Ich bin seit 5 Monaten Oma, auch wenn ich nicht danach aussehe. Ich habe ein paar graue Haare, aber die habe ich jetzt mit blonden Strähnchen übertönen lassen, also von daher fällt es nicht auf. Und ich habe wie viele Menschen im Leben auch so diverse Schicksalsschläge hinter mir. Um davon noch so ein bisschen erzählen, was das jetzt alles mit WordPress zu tun hat, kann ich sagen, der Vater meiner Kinder ist LKW-Fahrer schon seit vielen Jahren. Das heißt, ich war eigentlich mehr oder weniger alleinerziehende, verheiratete Frau und ja, hatte nicht wirklich jetzt Oma, Opa drumherum, die auf die Kinder aufgepasst haben. Also habe ich mir ein Hobby gesucht, wo ich Spaß dran hatte. Und ich aber ausüben kann, während die Kinder mit dabei sind. Und da ich schon recht früh für mich so Computer entdeckt hatte, dass ich da Freude dran hatte und als wir Internet hatten, fand ich es sehr interessant, wie es so ist, Webseiten zu erstellen. Fand ich schon total cool. Ich weiß nicht, wer von euch kennt noch NetObjects Fusion, die Software? Ja, das waren so meine ersten Werkzeuge, womit ich Webseiten gebastelt habe. Ich sage bewusst gebastelt, aber da komme ich später drauf. Ja, das heißt, ich habe dann die Abende, wenn die Kinder im Bett waren, dann am Computer verbracht und ja. Nebenbei habe ich dann auch noch ein paar Weiterbildungen gemacht, weil mich das interessiert hat zum Thema Life-Coaching und deswegen findet man mich überall als Coach Birgit auch im Netz. Und WordPress kam in mein Leben durch eine Info in irgendeiner User Group. Damals gab es noch solche Sachen, also was heute Slack und Twitter und so ist. Damals waren es noch Mailinglisten und Usenet, User Groups und so weiter. Und da pingte irgendwann die Meldung auf: Du, da gibt es irgendwie ein neues CMS, das nennt sich WordPress. Oder damals war es noch kein CMS, das ist eine Blog-Software. Habe ich mir mal angeguckt, fand ich total super interessant. Aber so zum Webseitenbauen war die nicht wirklich prickelnd. Von daher habe ich mal so einen Rundweg um Typo 3 gemacht, um Drupal, Joomla, wie sie alle heißen, ModX, keine Ahnung. Ich habe eigentlich alles so durchprobiert. Und habe dann aber irgendwann festgestellt, dass dann die benutzerdefinierten Menüs in WordPress eingeführt wurden. Damit könnten wir ja doch vielleicht Webseiten bauen. Finde ich cool. Ja, das ist so die Hobbyseite. 2005 habe ich dann gedacht, machst du dich mal selbstständig, nebenberuflich, weil ich war ja verheiratet, musste jetzt auch nicht wirklich Geld verdienen in dem Sinne.
habe zwar immer gearbeitet bei meiner Mutter, die hatte gastronomische Betriebe, das heißt, ich habe ihre Betriebe mit aufgebaut und nebenbei Kinder gekriegt und die versucht großzuziehen und irgendwie vernünftige Menschen aus den Kindern werden zu lassen. Ja, bis ich mich dann dazu entschieden habe, mich vom Vater meiner 5 Kinder zu trennen. Und dann, ja, fing das Thema dann an so. Ich hatte kein Geld. Ich hatte nur das Kindergeld für die 4 jüngsten Kinder. Meine älteste Tochter war zu dem Zeitpunkt gerade 18 geworden. Das heißt, man steht dann da und überlegt sich, wie bringst du jetzt deine Familie mit knapp 600 Euro im Monat durch? Ich hatte eine leerstehende Wohnung, die ich Gott sei Dank durch die Erbschaft eines hochverschuldeten Mietshauses kostenlos nutzen konnte, die Wohnung. Aber trotzdem keine Möbel, bis auf eine Küche. Und dementsprechend musste ich erstmal gucken, wie ich die Kinder durchbringe, wie ich mich durchbringe. Und Geld verdienen war zwar eine Sache, aber konnte ich nicht wirklich mit selbstständig. So viele Kunden hatte ich nicht, vor allen Dingen, weil ich erstmal den Rosenkrieg irgendwie überleben musste. Mein Ex-Mann fand das damals nicht so lustig, dass ich entschieden habe, dieses Leben, ich bin ja eh allein die ganze Woche, dann auch wirklich eigenständig zu machen. Fand er nicht so toll. Gut, habe ich erstmal 2 Jahre dadurch kämpfen müssen. Was mich aber letztendlich zu meiner ersten WordPress-basierten Festanstellung gebracht hat. Ich weiß nicht, ihr kennt so ein paar Leute, die hier so mit einem Strohhut rumlaufen, mit einem neongrünen T-Shirt. Bei der Agentur bin ich damals dann unter Vertrag genommen worden als Trainerin für WordPress, weil ich mich zu der Zeit darauf spezialisiert hatte. Und das fand ich schon mal toll. Oh, so ein Job, Krankenversicherung und geregelt im Einkommen. War schon cool. War zwar jetzt nicht so viele Stunden, dementsprechend war es natürlich jetzt kein hochdotierter Job, aber es füllte unseren Kühlschrank. Und ich habe es geschafft, dann nach einem Jahr mir endlich auch ein Auto kaufen zu können. Weil so ein ganzes Jahr in der Eifel ohne Auto ist nicht so prickelnd. Ja, und dementsprechend habe ich da jetzt auch wirklich viel für mich schon gelernt, war alles wunderbar. Bis dann mein Körper so meinte, Birgit, weißt du, so, du hast ja jetzt schon echt viel Scheiße in deinem Leben erlebt. Deine Mutter ist gestorben, deine Freundin ist gestorben, du hast dich von deinem Ex-Mann getrennt. Hast einen Rosenkrieg geschafft, alles toll. Aber wo ist der Körper geblieben? Ist irgendwo auf der Strecke geblieben. So die Selbstversorgung ist irgendwo auf der Strecke geblieben. Da hat der Körper gesagt, ich brenne jetzt mal aus. Fand ich cool. Nicht wirklich. Schon gar nicht, wenn man irgendwie versucht, seine Kinder durchzubringen und man dann doch nicht leistungsfähig ist und dann irgendwann man dann sich mit dem Arbeitgeber dann dazu entscheidet, dann das Arbeitsverhältnis zu einem guten aufzulösen, was mich dann dazu gebracht hat, dann wieder auf die Jobsuche zu gehen. So Arbeitsagentur, wir lassen uns grüßen. Ja, und das ist dann immer so ein schönes Auf und Ab. Wer schon mal die Erweise Jobwechsel hatte oder solche Situationen kennt, kann das vielleicht nachfühlen. Das ist so ein bisschen anstrengend. Wenn man dann noch Kinder dabei hat, die dann so in die Pubertät rutschen oder auf Jobsuche sind, weil sie jetzt ins Alter kommen, für eine Ausbildung zu machen oder wenn Kinder dann auch noch chronische Krankheiten entwickeln und man dann auch alle paar Wochen ins Krankenhaus fahren muss. Super. Kommt richtig gut, wenn man auf Arbeitssuche ist. Ich war zwar immer nebenberuflich selbstständig, aber wenn man so viel anderen Kleinscheiß zu machen hat, hat man nicht den Kopf frei, wirklich konsequent irgendwie selbstständig zu arbeiten. Kunden daran akquirieren, zu gewinnen. Und zu bedienen. Ja, ich habe dann diverse kleinere Anstellungen gehabt, hier bei einer Agentur, mal da bei einer Agentur. Leider hat das nicht immer so lange gehalten, weil ja so zwischendurch mein Körper, der war auch nicht wirklich fit. Ne? Ich meine, mal davon abgesehen, dass ich seitdem ich 15 bin, schon eine Arthrose einer 60-Jährigen in beiden Hüften hatte, durch eine nicht erkannte Fehlstellung der Hüften.
ist toll. 5 Schwangerschaften machen das auch nicht einfacher. Ja, und wenn man mal so einen ganzen Ramsch dann noch so mit sich hin rumschleppt, ist halt schwierig, da dann auch wirklich in die Pötte zu kommen. Ja, das heißt also Burnout, Job finden, Job verlieren. Zwischendurch, oh, man findet sogar einen Partner, toll, okay, tschüss Partner, war es doch nicht. Ja gut. Und dann, bis ich dann irgendwann an einen Punkt kam, ich habe einen tollen Partner gefunden, mit dem bin ich auch noch immer zusammen. Yay, seit 4 Jahren. Ja, ist nicht so einfach. Also, ne? Ich meine, die eine Ehe, die hat 18 Jahre gehalten, aber ja, aber wie es das heißt, ein Ende ist immer ein Anfang von etwas Neuem. Habe ich dann dann im Laufe der Jahre dann doch irgendwie geschafft, mich ein bisschen aufzurappeln, mal ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Und ja, und dann kam dann ein ganz kleiner gemeiner Virus, der gemeint hat, Birgit ist jetzt aus dem Burnout, so aus der kritischen Phase raus. Es geht ja jetzt jeden Tag ein bisschen besser. Auch wir bohren da mal so ein bisschen in jeder kleinen einzelnen Zelle, weil wir wollen ja nicht, dass die irgendwie wieder gesund wird. Ja, und dann war es dann so, dass ich dann an einem Punkt kam, wo ich ja dachte, macht das Leben so eigentlich noch Sinn, weil du stehst kurz davor, im Rollstuhl zu landen und ja, jeder Schritt tut weh und ja, macht das überhaupt noch Sinn, wenn da nicht so eine tolle WordPress-Community wäre? Ich habe ja dann immer irgendwie, um mich ein bisschen aufrechtzuerhalten, weil was ich noch machen konnte, war am Schreibtisch sitzen. Meine Hände waren beweglich, mein Kopf funktionierte meistens. Und das heißt, ich habe halt viel Zeit am Rechner verbracht und habe mich auch in der WordPress-Community engagiert, soweit ich konnte. Und das war eigentlich auch letztendlich, wenn ich sowas mal zurückblicke, so der Strohhalm und auch wiederum der rote Faden, der sich so seit vielen Jahren durch mein Leben zieht, wo es mich immer wieder hinzieht. Auch wenn ich zwischendurch Pausen machen musste, ich musste mich wirklich aus dem aktiven Bereich, aus der WordPress-Community zurückziehen. Nicht immer zur Freude der anderen Beteiligten, die dann plötzlich das Arbeitsvolumen, was ich vorher hatte, dann auf mehrere Schultern verteilen mussten von heute auf morgen. Es tut mir leid an dieser Stelle, aber Gesundheit geht halt vor. Ja, bis ich dann wieder an so einer Situation war, dass ich mich so zurückzog, dass ich praktisch so einen nicht WordPress-basierten Job annehmen musste, um überhaupt ein bisschen was zu tun, der überhaupt nichts mit WordPress zu tun hatte, aber dementsprechend auch nicht unbedingt gut bezahlt war. Das heißt, ich hatte wieder so eine Situation, mit wenig Geld auskommen zu müssen. Und meine Passion, auf Wettcamps zu reisen, dadurch dann halt doch sehr eingeschränkt war. Was unter anderem auch betraf, dass ich dann vor 2 Jahren zum Wordcamp Europe in Paris dann doch wahrscheinlich nicht hätte fahren können, wenn da das Wörtchen wenn nicht wäre. Wie ich ja heute Morgen schon im Mental Health Workshop gesagt habe, nur fragende Menschen kann geholfen werden. Ich habe dann mich getraut, in meiner dunkelsten Stunde, wenn ich es mal prosaisch ausdrücken darf, zu fragen, ja, wenn es ein Wunder gibt, dass ich vielleicht doch noch nach Paris komme, dann bin ich offen dafür. Und dieses Wunder ist geschehen. Einer der Organisatoren hier von diesem Wordcamp hatte rein zufällig ein doppelt gebuchtes Hotelzimmer in Paris, was derjenige leider nicht mehr rechtzeitig los wurde. Zu meinem Glück. Er hat sich dann spontan dazu bereit erklärt, mir das zur Verfügung zu stellen. Und mich sogar mit dem Auto mitgenommen. Das heißt, ich hatte auch nicht wirklich Reisekosten. Und dann gab es noch ein Unternehmen in den Niederlanden, die einen nicht eingelösten Gewinn von mir in Bargeld umgewandelt haben und mir einfach zur Verfügung gestellt haben als ja, Taschengeld, sagen wir es mal so. Weil
ein WordCamp Europe in Paris, in einer der teuersten Städte der Welt. In einem Hotel und einer Hinfahrt ist es ja nicht getan. Man muss ja auch irgendwo mal was essen und so weiter. Also das war schon sehr schön. Und dieses Erlebnis, diese Großzügigkeit der Menschen in der WordPress-Community haben mir neuen Lebensmut gegeben. Das hat mich beflügelt. Thomas war da auch und kennt mich auch schon viele Jahre. Und ich bin da wirklich mit zwei Nordic Walking Stöcken wollte ich nicht mit Krücken laufen wollte. Wirklich mühevoll über die ganzen Strecken gelaufen auf dem WordCamp Europe. Und so lange stehen wir hier, habe ich damals noch nicht machen können. Aber ich habe mich durchgekämpft, ich habe mich durchgebissen. Aber diese Großzügigkeit hat so viel in mir ausgelöst, dass ich wirklich entschieden habe, das jetzt wirklich kraftvoll in Angriff zu nehmen, da jetzt auch in dem Bereich wirklich auch mich wieder zu stabilisieren. Ich habe jetzt eine solide Partnerschaft, meinen Kindern geht es gut, sind aus dem Gröbsten raus, wachsen und gedeihen. Und ich habe mich beruflich so gut jetzt aufgestellt, dass ich mich jetzt in diesem Jahr voll selbstständig machen konnte. Dann habe ich noch eine tolle Möglichkeit bekommen, meine Passion auf WordCamps zu reisen und in der Community aktiv zu sein und auch noch Geld dafür zu bekommen. Das ist richtig cool. Ich sage, es gibt so Unternehmen, die geben echt gerne was in die WordPress-Community zurück. Und das macht es mir möglich, wirklich auch sowas dann wie hier einfach auch zu machen, ohne zu gucken, kann ich mir das leisten. Und das finde ich richtig klasse. Aber um dahin zu kommen, braucht es verdammt viel Mut. Und man muss halt fragen, die richtigen Fragen stellen. Und das heißt auch, man muss auch bereit sein, auch seine Verletzlichkeit zu zeigen. Was kann man machen? Was ist möglich? Was ist nicht möglich? Und allein diese Möglichkeit zu sehen, dass ich diese Wertschätzung erfahre für die ganze Arbeit, die ich die Jahre geleistet habe im Verborgenen, zeigt mir einfach, irgendwann kommt man an einen Punkt, wo es auch wieder besser wird. Und dann war ich jetzt auch im Sommer auch in Kur, um einfach auch meinem Körper mal die Ruhe zu geben, zu sagen, hey. Und dieses fancy Teil. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich mir so ein Hilfsmittel für Senioren, meiner Meinung nach, anschaffen soll, weil es wäre ein Zeichen der Resignation. Weil für mich ist es bedingt durch diese Erkrankung in der Hüfte doch sehr schwer, mal eben so Socken anzuziehen. Also ich habe über viele Jahre praktisch immer mindestens eine halbe Stunde pro Tag gebraucht, mir Socken anzuziehen und dann nochmal eine halbe Stunde, um mir die Schuhe anzuziehen, weil das sich runterbücken, um die Schuhe zuzubinden, genauso anstrengend war. Aber auf die Idee zu kommen, sich vielleicht doch Hilfsmittel zu holen, nee, das wäre eine Form der Resignation für mich gewesen. Was ich aber gelernt habe, ist, man darf auch Hilfsmittel annehmen, die vorübergehend einem helfen, um dann weiterzukommen. Dann habe ich mir dieses Fancy-Teil bestellt in der Kur, habe mir das dann über so einen Versanddienstleister, dessen Namen ich nicht nennen möchte, den wir aber alle gut kennen, dann in die Kurklinik schicken lassen. Und an dem Tag hatte ich morgens oder am Tag vorher hatte ich noch Gymnastik und bin heulend aus dieser Gymnastikrunde rausgegangen, weil da Übungen gemacht wurden, die ich vor vielen Jahren auf einem galoppierenden Pferd gemacht habe, als ich noch voltigieren war und jetzt noch nicht immer mehr auf einer Gymnastikmatte ausüben konnte. Ja, nächsten Tag kam das hier. Und ich kann euch sagen, Socken anziehen, Schuhe anziehen, alles zusammen an beiden Füßen, 4 Minuten.
Wir reden von vorher fast einer Stunde mit Überwindung und sich Mut machen und das schaffst du schon zu 4 Minuten. Ob mir es glaubt oder nicht, es ist für mich, ich habe da gesessen, ich habe geheult. Und seitdem bin ich einfach wieder motiviert, wesentlich mehr zu machen. Ich habe mir Schuhbändel ausgetauscht mit Elastikbändern. Das heißt, ich brauche nur noch in meine Schuhe reinschlüpfen. Dieses tolle Teil hilft mir dann dabei. Ich komme jetzt auch besser hinten dran. Ich habe jetzt in den letzten Wochen so viel Erleichterung erfahren, weil ich es geschafft habe, durch meine Leidenschaft und die Erfahrungen, die ich mit der Community auch gemacht habe, diesen verdammten Teufelskreis zu durchbrechen. Weil wenn man körperlich eingeschränkt ist und auch durch Autoimmunerkrankung, wenn die Schilddrüse nicht richtig arbeitet, haben wir ja auch heute Morgen schon im Mental Health Workshop angesprochen, wenn das alles nicht arbeitet, dann schlägt das verdammt nochmal aufs Gemüt. Und daraus resultierende Depressionen sind echt beschissen. Und da aus diesem Teufelskreis rauszukommen, ich kann mich ja doch nicht bewegen ohne Schmerzen. Also diverse Pharmaproduzenten waren glücklich über mich, über den Konsum diverser Schmerzmedikamente. Heute kann ich sagen, ich habe nur noch ein Medikament anstatt 3. Ich kann jetzt wieder 30 Minuten, 45 Minuten hier stehen. Ja, ich habe noch ein paar Schmerzen, aber es ist so ein Level, den kann ich ganz gut verkraften. Ich werde mich nachher wieder hinsetzen, dann geht es wieder. Aber ich möchte einfach, und das ist, warum ich einfach auch diese Geschichte erzähle, euch Mut machen, egal wie beschissen euer Leben bisher gelaufen ist, egal wie verdammte Schicksalsschläge ihr habt. Aufstehen, weitergehen. Und wenn es nur kleine Schritte sind, die euch nach vorne bringen, aber in Bewegung bleiben, weil das ist, was ich gedacht habe, Scheißdreck. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will einfach, lasst mich alle in Ruhe. Hatte ich vor noch nicht allzu langer Zeit, vielleicht ein Jahr oder anderthalb her. Wo ich dachte, ja, super, demnächst läufst du hier im Rollstuhl nur noch rum, weil du nicht mehr laufen kannst. Wie ihr seht, ich bin hier. Ich kann meine Geschichte erzählen. Das löst in mir auch enorme Dankbarkeit aus. Und diese Dankbarkeit ist letztendlich auch das, was ich auch immer wieder auch früher auch in den Seminaren auch gelehrt habe. Die Dankbarkeit ist eine der größten Kräfte der Welt. Dankbarkeit und Liebe. Und auch in einer Community und einer digitalen Welt, in der wir heute leben, mit diesem ganzen Informationsüberfluss und Stressfaktoren und energieraubenden Meetings, was weiß ich, alles, ist er trotzdem alle individuell. Ich bin ein Individuum. Ich habe meine eigene Geschichte. Ich habe meine eigenen Erlebnisse. Jeder von euch in diesem Raum ist ein Individuum. Und eure Individualität macht den Unterschied. Weil wir sind alle in dieser Welt und müssen unseren Platz einnehmen in diesem Gesamtgebild. Ich stelle mir das immer vor wie so ein Puzzle. Und jeder von uns ist ein eigenes Puzzlestück. Und es ist unsere Aufgabe, unseren Platz in diesem großen Puzzle zu finden. Und das verändert sich im Laufe der Jahre, weil wir uns auch verändern. Wir werden älter, wir werden reifer. Wir bekommen hier einen Schicksalsschlag um die Ohren, da einen. Aber es macht uns stärker. Und ja, heute bin ich ein Mensch, ich habe wirklich das Privileg, mit einem System zu arbeiten, was mir Freude macht. Überwiegend, ich bin nicht mit allem einverstanden und glücklich, was in der WordPress-Szene und mit Gutenberg läuft. Also
wollen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Habe ich meine Meinung zu, können wir uns gerne schwer dazu äußern. Aber nichtsdestotrotz habe ich etwas für mich gefunden, was mich in meinem Leben immer wieder begleitet hat. Ob es jetzt WordPress heißt oder ob es hinterher irgendwie ein anderes System ist oder sonst irgendwas. Aber es ist eine Passion. Und ob das jetzt WordPress ist oder was anderes, solange es eine Passion ist, der man folgen kann, die einen nach vorne bringt, dann gelingt einem auch, es Schicksalsschläge zu überstehen. Und für mich sind so ein paar Punkte, worüber ich mir so Gedanken gemacht habe, was mir im Leben wichtig ist. Und das ist wirklich, wenn man nach Hilfe fragt und um Hilfe bittet, bekommt man sie auch direkt, meistens. Manchmal auf ungewöhnliche Wege, manche, die man nicht erwartet, aber man bekommt Hilfe. Genauso ist es wichtig auch, sich auf keinen Fall verbiegen zu lassen. Authentisch bleiben und auch wirklich sich überlegen, wer bin ich, was macht mich aus, was macht mich in meinem Sein so speziell. Und wie ich eben sagte, auch wirklich kleine Schritte machen, wenn große nicht möglich sind. Aber immer in Bewegung bleiben. Nicht resignieren. Nicht stehen bleiben und aufgeben. Pausen machen ist okay, aber nicht stehen bleiben. Nicht aufgeben. Und Resilienz, also die Widerstandsfähigkeit gegen Schicksalsschläge, kann man lernen. Und nicht zu viel nachdenken. Resilienz zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Als meine Tochter meinen Enkelsohn geboren hatte, hatte sie 1,5 Wochen nach der Entbindung leider ein Problem, was dazu geführt hat, dass sie mehrere Wochen im Krankenhaus liegen musste und ihren neugeborenen Sohn leider nicht selber versorgen durfte, aufgrund der Medikation und so weiter. Das heißt, wir haben als Familie von einem Tag auf den anderen entscheiden müssen, was machen wir mit dem kleinen Neugeborenen, der eigentlich gestillt werden sollte. Ja, ich habe einen tollen Job, ich habe ein tolles Leben und habe auch die Flexibilität und konnte dann meinen Enkelsohn dann 2 Monate lang mehr oder weniger praktisch bei mir im Haus aufnehmen. Ich habe zwar nachts nicht geschlafen, also, ne, so, ihr wisst ja, ne, so. Bei meinen eigenen Kindern war es immer praktisch, ne? Kind wach, an die Brust weiter schlafen. Bei einem Enkel ist das nicht so einfach. Da muss man aufstehen, da muss man in die Küche gehen und die Flasche machen. Da war man wach. Aber auch das, und das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn mir das vielleicht vor 2 Jahren passiert, als ich in meiner tiefsten Phase meines Lebens war, weiß ich nicht, ob ich das so geschafft hätte. Aber das hat mich so stark gemacht und auch in dem Moment, als es meiner Tochter nicht gut ging, mal davon abgesehen, dass man als Mutter, wenn das eigene Kind da in so einer Situation ist, dass man das erstmal verarbeiten muss. Aber kurz nachdem das passiert ist und das Allerwichtige und alles soweit mir erstmal geregelt war, war unser WordCamp-Retreat in Soltau, zu dem ich mich auch angemeldet hatte. Und wir uns auch dazu bereit geklärt haben, mein Partner, auch der mit der WordPress-Community eigentlich nicht viel zu tun hat, ist auch mitgekommen. Es stand wirklich auf der Kippe, ob wir fahren können, aber wir sind gefahren. Und ich bin in dieser schweren Zeit, mit diesem Schicksalsschlag, den ich wieder zu erleben hatte, von der WordPress-Community so gut aufgefangen worden. Das hat mich auch wieder stark gemacht. Und ich bin heute noch darauf angesprochen worden, wie ich mich in den paar Monaten wieder verändert habe. Von Resignation zu positiver Ausstrahlung. Und das ist für mich, wo ich denke, das ist Feedback, das bekommt man nicht überall. Und das ist, was für mich die WordPress-Community macht. Die Menschen, die diese Community ausmachen. Und das ist, was mir grundsätzlich so gefällt. Und ich finde es toll, dass
ihr diese Zeit jetzt mit mir hier verbringt und mir meine persönliche Geschichte auch zuhört. Und ich wünsche mir für euch, dass ihr vielleicht für euch ein bisschen mitnehmt. Und wenn es nur ist, hey, die Frau da vorne, die hat so viel Scheiße im Leben erlebt und steht trotzdem da und erzählt davon. Und vielleicht hilft es euch ein bisschen auch. Mir hilft es einfach nochmal, meine Geschichte mal gebündelt zu erzählen. Viele, mit denen wir viele Jahre zusammen, viele haben mich auch in sehr dunklen Zeiten erlebt und haben mich trotzdem immer wieder aufgebaut, nie aufgegeben. Also habe ich mich auch nicht aufgegeben. Und wie sie gesagt, ich bin hier und ich bin sehr dankbar, dass ich lebe. Und der Titel ist nicht umsonst. Meine Passion zu WordPress hat mir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mein Leben gerettet. Weil hätte ich das nicht gehabt, weiß ich nicht, ob ich heute hier stehen würde, ganz ehrlich zu sein. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Und ja, falls ihr noch Fragen habt, bin ich gerne da. Also es dürfen 2, 3 Fragen gerne sein. Ich denke, so viel Zeit haben wir noch. Ich hoffe, ich habe euch nicht überfordert. Dann macht das. Danke. Um das nochmal fürs Video zu wiederholen, dass du Danke gesagt hast, dass du sagst, dass du das Gefühl hast, mich zu umarmen, finde ich toll. Und wie gesagt, ich wünsche, dass ihr alle, jeder ein bisschen wenigstens mitnimmt. Dann ist meine Mission erfüllt. Gut. Dann sonst vielen Dank und entspannt euch.